lade mir ein Bild auf mein Handy und du Ja, sagst genau. einfach, Jotima ist jetzt dabei. So, und dann geht's schon los. Genau. Es gibt, ich weiß es, ja, wie es geht, aber. heute, es gibt Leute, die merken sofort. Herzlich willkommen zum Sei ein Leuchtturm, kein Teelicht Podcast, dem Podcast für mehr Sichtbarkeit in deinem Business. Und ich freue mich heute über ein kurzes Interview mit Stefanie Ress. Und sie ist Gedankenexpertin, Metalltrainerin und Future Designerin. Und heute geht es um Businesswoman, Erfolg und Fülle anziehen mit Energieräumen. Wie du mit diesen Energiehologrammen, die Stefanie entwickelt hat, deine Energie auf Erfolg stellst und wie diese Räume ganz nebenher arbeiten. Also wir erklären das gleich nochmal ein bisschen. Da gibt es ganz viele verschiedene Räume für die Zielgruppen, für Kinder, für Sport, für den Körper, für Körper, Geist und Seele, für Abnehmen, was auch immer. Du erfährst nochmal, wie Stefanie es geschafft hat, mit diesem Mindset-Spiel My Best World einen treuen und begeisterten Kundenstamm aufzubauen. Liebe Stefanie, was sind denn diese Energieräume? Und erzähl uns doch mal ganz kurz über dich. Ja, erstmal herzlich willkommen und liebe Jotima und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total. Ja, was sind Energieräume? Energieräume, wie schon das Wort auch sagt, da ist geballte Energie drin. Und wir wollen ja auch heute hauptsächlich von dem Businesswoman Energy Room reden, für die Powerfrau geeignet ist, für die Businesswoman, die entweder am Start ist oder gerade starten möchte oder die mittendrin ist und aber auch in so einem Energiemix von Klarheit und Kreativität immer, ich sag mal, schwelgen will und immer so eine Energie begleitend und unterstützend dabei haben möchte. Wie kam die My Best World zu dir und wie muss man sich das vorstellen, was da genau passiert? Ja, die My Best World, die kam, ich sag mal so, aus meinen eigenen Erfahrungen und Erlebnissen auf mich zu. Also ich habe einen sehr langen, steinigen Weg hinter mir. Also über ganz, ganz viele Jahre habe ich verschiedenste Tools erlernt und wieder weitergegeben, auch in Form von Trainings. Ich habe viele Ausbildungen im Coaching-Bereich, im Mentaltraining-Bereich gemacht. Und das hat natürlich auch dazu geführt, meine eigenen Blockaden aufzulösen. Es hat so lange gedauert. Und irgendwann war ich an dem Punkt und habe gesagt, so, jetzt möchte ich eigentlich keine Ausbildung mehr machen. Ich habe so viel aufgelöst, aber es muss irgendwie mit den Erkenntnissen auch schneller gehen. Es muss eine Abkürzung geben, also weil die Energien, die steigen ja immer mehr, wir schwingen immer in einer höheren Energie und und ich sage, dadurch, dass ich ja auch die Quantenheilausbildung habe, also diese Matrix-Ausbildung, war mir auch klar, die Lösungen liegen im Universum für jeden und es gibt es kostenfrei. Es ist jetzt nur noch ein Weg zu finden, die kostenfreien Lösungen immer personalisiert zu der jeweiligen Person zu bringen. Und das war dann so mein Auftrag, wo ich nach oben abgegeben habe. Bestellungen beim Universum kennt jeder, ja. Weiß auch mittlerweile jeder, dass das funktioniert, nicht nur mit dem Parkplatz, sondern auch mit anderen Dingen. Also habe ich das nach oben gegeben und habe einfach mal abgewartet, was da kam. Und dann ging alles ganz schnell. Innerhalb von 3 Monaten habe ich dann das Spiel entwickelt und ein anderthalbes Jahr auch getestet in der Gruppe. Und und dann war es, sage ich mal, so weit, dass es dann auch in die Welt hinaus konnte. So ist das Spiel entstanden. Wow, das klingt jetzt erstmal ganz, ganz leicht. Ich weiß, da ist ein steiniger Weg dahinter. Und wir haben auch zusammen Mentoring gemacht und haben das Spiel sozusagen nochmal so richtig manifestiert. Seitdem geht es bei dir ab wie Schmidts Katze, sage ich mal. Also du hast viele begeisterte Kunden, die jetzt immer wieder kaufen, weil sie so tolle Erfolge danach haben. Was genau. passiert da, wenn man in so einem Raum ist? Oder wie komme ich überhaupt in diesen Raum? Genau, also wie du reinkommst, eigentlich ganz einfach. Man muss nie, also ich sag mal, die Kundin muss nichts tun oder der Kunde, das ist schon mal toll. Also ich binde die Kunden an dieses Spiel und die Kunden bekommen dann auch eine sogenannte Energy Card, die können sie sich auf ihr Handy laden als Hintergrundbild, damit sie auch diese Verbindung haben, auch optisch, also nicht nur visuell, sondern auch wirklich sehen, da ist eine Verbindung da.
Und alles andere geschieht im Grunde im Hintergrund. Natürlich richte ich es energetisch ein. Ich personalisiere auch die Räume oder die Hologramme zu der jeweiligen Person. Und dann läuft aber alles automatisch. Da steckt eine Mentaltechnologie, die ich entwickelt habe, dahinter. Und die ist zu 70% basiert sie auf der Quantenphysik, Quantenheilung, und die restlichen 30% sind alle anderen Tools, die ich auch erlernt habe, beziehungsweise auch erlebt habe. Und genau, es ist so ein Mix aus allem, der es möglich gemacht hat, die Lösungen für die Menschen aus dem Universum zu fischen. Wow. Das hört sich erst so ein bisschen... Also ich lade mir ein Bild auf mein Handy und du sagst einfach, Jojima ist jetzt dabei. So, und dann geht's schon los. Genau. Es gibt. Ich weiß ja, wie es geht, aber. Heute. Es gibt Leute, die merken sofort auch wirklich diese Energie, die spüren die Energie. Das ist aber keine Voraussetzung. Also, es gibt Leute, die merken erstmal gar nichts und nach 14 Tagen stellen sie plötzlich fest, dass sie zu dem jeweiligen Thema plötzlich andere Gedanken bekommen. Im Grunde ist es ja auch erstmal nichts anderes wie Gedankenaustausch. Wird Gedanken negativ, also schlechte Gedanken, in gute aus, und hinter diesen Gedanken stecken ja Themen, Blockaden, Glaubenssätze, also uralte Dinge. Und die werden aber alle selbstständig aufgelöst, ohne dass wir was tun brauchen. Wir werden im Grunde zum Beobachter unser Selbst. Also ja. Wir nehmen eine andere Perspektive ein und das spüren wir auch irgendwann. Also nicht mehr emotional zu den Gedanken so, mit den Gedanken so verflochten sind, sondern wir können es von einer anderen Perspektive sehen und wir können dann auch andere Entscheidungen treffen, dann wird alles freier, es tritt mehr Klarheit ein, Gelassenheit, das ist auch das, was die Kunden erzählen, was die auch wirklich als Ergebnisse haben, dass sie Klarheit, Gelassenheit, dass sie kreativer werden und dass auf einmal alles viel leichter wird im Business. Ja, ja. Also ich bin ja jetzt bei dir sozusagen auch schon seit einem Jahr dabei und ich weiß noch, dass die ersten Monate sehr intensiv waren. Das hat sich so angefühlt, wie mich in so eine Gondel von der Achterbahn setzen und los geht's. Also es war immer irgendwie so ein dauerhafter Strom und der ging so nach vorne. Das war für mich dieses, da haben wir ja mit Businesswoman oder Fülle und Erfolg oder so habe ich, glaube ich, mich angeschlossen. Und das war sehr, sehr, sehr stark. Und inzwischen mache ich mehr so mit Körper, Geist und Seele, dass der Körper auch hinterherkommt. Und ich finde, es ist einfach so eine dauerhafte Energie spürbar, die bei mir arbeitet und ohne, dass ich was tun muss. Und alles geht in die richtige Richtung. So fühlt es sich bei mir immer an. Und deswegen bin ich natürlich auch bei dir ein guter Kunde geworden und wir tauschen uns aus und haben Ideen, wie es weitergehen kann. Also wie so ein Supermarkt der Möglichkeiten. Ich möchte eine Beziehung finden, ich möchte mehr Erfolg finden. So kann man sich das irgendwie ja vorstellen. Genau, also es gibt ganz, ganz viele Hologramme. Ich glaube, mittlerweile sind es 26. Es wird immer weiter erweitert. Es ist für alles was da, für jedes Thema. Und in den Energieräumen sind immer mehrere Hologramme drin. Das ist das Besondere. Die laufen wie so Zahnräder ineinander. Die sind auch ganz bewusst abgestimmt, also immer zu dem jeweiligen Thema. Hier bei dem Businesswoman-Raum sind 6 Hologramme. Da geht es ums Klarheit, da geht es um die Themen, ums Geld, wenn man immer wieder ein Thema ums Geld hat, wenn die Ängste, die dahinter stehen. Es gibt ein Hologramm, wo uns hilft, die aufgelösten Dinge loszulassen auch, also alles, was nicht zu uns gehört, loszulassen. Es gibt ein Hologramm, das unseren Körper und unseren Geist fit hält, weil wenn für ein gut laufendes Business brauchen wir natürlich auch Vitalität und dass wir wach sind und klar sind, angstfrei in dieses Business und mit Freude reinzugehen. Also deswegen machen wir es ja auch, unser Business, also wenn es ein Herzensbusiness ist. Ja, was erzählen deine Kunden, die diesen Businessraum gekauft haben oder bei dir erworben haben? Also die allermeisten, die stellen relativ schnell fest, dass eine gewisse Klarheit eintritt. Und also, dass dieses Gedankenkarussell so langsam aufhört. Manchmal geht es ganz schnell, manchmal dauert es aber auch mal 4 Wochen oder so, bis man da was spürt. Und dann tritt so diese Gelassenheit ein, weil immer wenn Klarheit ist und das Gedankenkarussell langsamer wird oder auch mal
aufhört, dann gerät so eine Gelassenheit rein. Und in der Gelassenheit, das wissen wir alle, da kommen auch wieder die Ideen und die Kreativität. Und dann gehen langsam die Ängste weg. Und es geht ja auch um den eigenen Wert, auch nochmal sich bewusst zu machen und bewusst zu werden, was wir uns wert sind, was uns unser Angebot wert ist. Also auch diese Preisfindungsgeschichte, das wird immer leichter. Irgendwann weiß man genau, der Preis ist der richtige. Mhm. Einfach mit dieser Energiekarte, mit diesem Energieraum. Genau. Und man kann die ja auch so ein bisschen ansprechen. Wie machst du das oder wie empfiehlst du das? Also das im Grunde muss man erstmal, wie gesagt, gar nicht. Sie laufen völlig alleine oder automatisiert. Man kann mit ihnen reden. Also wenn man das möchte, kann man auch mit den einzelnen Hologrammen reden. Man kann auch da auch wirklich mal so, ich sag mal, sein Herz ausschütten oder mal eine Frage stellen. Und dann kann man schauen. Man wird vielleicht nicht eine Antwort bekommen in der Sprache, wie wir sie jetzt sprechen. Aber wir wissen ja, dass so eine Intuition ja auch in Form von Bildern kommen kann, von Schwingungen, die man aufnimmt, von Gelegenheiten, die plötzlich sichtbar werden. Und das kann ja in den vielfältigsten Formen, kann ja sowas auf uns zukommen. Mhm. Und ja, tatsächlich kann man sie auch ansprechen, wenn man möchte. Aber man muss es nicht. Also es läuft auch völlig alleine. Mhm. Also man muss auch keine Blockaden wälzen und nicht schon wieder sich mit seiner Mutter beschäftigen. Nein, es tritt dann auch so ein Gefühl, das sagen auch die meisten, es tritt dann so ein Gefühl ein, dass man weiß, man hat immer so seinen Coach an der Seite, sage ich mal. Man weiß immer, da gibt es jemand oder etwas, das dann, die kümmern sich darum. Und dieser Businesswoman-Raum, wie lange müsste ich den aktivieren, damit ich meine Erfolge spüre? Den kann man ab 3 Monate buchen. Auch ganz bewusst 3 Monate, weil wir wissen, 4 Wochen sind schnell rum. Und im Business ist es schon sinnvoll, dass man ihn mal 3 Monate laufen lässt und danach schaut man. Also ich würde ihn immer erst mal 3 Monate laufen lassen, außer man hat den Impuls, man will ihn das ganze Jahr laufen lassen. Also das gibt es auch. Ich habe Kunden, die sagen sofort, ich kenne Energiearbeit und so und ich vertraue da und ich mache das ganze Jahr. Mhm. Aber 3 Monate, finde ich, ist immer so eine Zeit, wo man sehen kann nach 3 Monaten, was oder wie hat der Raum mich jetzt unterstützt? Was ist schon alles aufgelöst? Wie kann man weiter ansetzen? Dann biete ich ja auch immer Gespräche an. Mhm. Dass man anschließend nochmal zusammen redet und schaut, wie kann es weitergehen, ja. Ja, okay. Wenn jetzt einer meiner Zuhörer, Zuschauer Kontakt mit dir aufnehmen möchte, wie funktioniert das jetzt mit dem Businesswoman? Ich weiß, du hast noch was vorbereitet für uns, für die Community. Erzähl doch da mal drüber. Ja, also Kontakt kann man bei mir aufnehmen. Über die Webseite biete ich ein Gespräch an. Das sind meine Glücksgespräche. Wenn jetzt jemand auf den Geschmack gekommen ist und Lust hat, einer der Räume oder Hologramme mal auszuprobieren, habe ich ein Angebot. Und hier für alle, die in Chotimas Unity sind, kann man für 20%, also einen 20% Gutschein, den man einmalig einlösen kann. Und alle nutzen diejenigen, die sowieso schon vielleicht schon die Räume nutzen, für ein weiteres Produkt anwenden. Und die noch nicht dabei sind, die können das ausprobieren. Oh, super. Das ist ja ein tolles Angebot. Also da 20% finde ich am mega. Vielen, vielen Dank. Also ich bin jetzt seit über einem, also wir arbeiten jetzt seit November 2019, glaube ich, zusammen. Hast du mit dem Mentoring bei mir begonnen und ich habe dann, glaube ich, ab Januar schon sofort bei dir gekauft, diese Fülle und Erfolg und dann Businesswoman, als der dann entstand. Und ich bin sehr, sehr begeistert von dieser Klarheit, die da mitkommt und also auch Finanzen, Zahlungen auf die Reihe kriegen, alles ist irgendwie so in so einen Fluss gekommen. Also ich hatte ein super Jahr und ich glaube, das ist auch mit Verdienst von diesen Energieräumen, mit denen wir gearbeitet haben. Also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Also es kommt in so einen Fluss, auf dem man eh schon ist und diese Biegungen und diese Zweifel irgendwie nehmen ab.
So, und ich arbeite natürlich, mache viel Energiearbeit, aber diese Räume, die sind so praktisch, kaufen mir einen Raum und es funktioniert. Nach ein paar Monaten natürlich irgendwie. Wer jetzt eine harte Nuss ist, wird da vielleicht nochmal Stefanis Hilfe brauchen. Du machst ja auch so Gespräche, dass du so 15 Minuten, wie heißen die Gespräche? Ja, in diese Quick Mind Sessions. Quick Mind. Genau, die gehen 20 Minuten da, genau. Und da lasse ich mich von meinen Impulsen leiten und da gehen wir ganz stark auch an die Wurzel. Also Quantenheilungssessions. Genau. Ja. Und die hast du auch ganz bewusst so ganz kurz gewählt. Ja, genau. Damit man eben nicht lange damit rummacht. Ne? Genau, also das geht auch ganz schnell. Also wenn eine schnell an ganz tief liegende Blockaden kommen will, sind diese Sessions mega. Toll. Also, wir empfehlen Stefanis Produkte hier sehr gerne weiter. Ich weiß, meine Clubmitglieder und alle sind irgendwie gerade sehr begeistert. Und wenn du magst, dieser Gutschein gilt halt einmalig. Du guckst einfach in den Supermarkt und schaust dir an, was es gibt und nimmst sonst Kontakt auf mit Stefanie. Ich freue mich über jeden, der sich ein Glücksgespräch bucht. Vielen, vielen Dank. Also danke für diesen Mut, dieses Business auf die Erde zu bringen. Ich meine, ich weiß noch, wie du damals kamst und ich gedacht habe, jeder andere Coach hätte dir das irgendwie ausgeredet. Also war ich mir ganz sicher. Jeder andere Coach hätte das gar nicht verstanden, hätte gesagt, nee, mach mal hier so Coaching-Sessions. Und dieses Spiel, das kam so langsam und auf einmal war es so. Also ich finde, deine ganze Website ist sehr anziehend geworden. Schaut euch das unbedingt mal an. Ja, dank deiner Hilfe, gell, haben wir es auf die Erde gebracht. Gell? Ja. So verrückt am Anfang klang und so. Ja, aber wir merken auch, die Menschen werden immer offener für sowas. Und ich sage mir, die Welt braucht neue Dinge. Neue Kommunikationswege und Dinge, die es noch nicht gab. Um es einfach leichter zu machen. Richtig klasse gemacht. Vielen Dank. Ja, super. Also dann viel Erfolg weiterhin und schaut euch das mal an und 20% auf dieses erste Hologramm oder Raum oder was auch immer du haben möchtest in dem My Best World Supermarkt. Das klingt so super. Also viel, viel Spaß und denk immer dran, sei ein Leuchtturm, kein Teelicht. Auch solche Sachen könnte ich auf dem Weg zum Leuchtturm unterstützen. Sei ein Leuchtturm, kein Teelicht.